Willkommen zurück zur nächsten Folge. Ja. Okay. Was haben wir denn für Sorgen? Gucken wir uns die Cutters mal an. Ja, ist ja gut. Weg. Müssen wir jetzt erstmal angucken. Cutter, was haben die Cutters denn für Sorgen? Sozialverhalten. Schwarz-weißer Wari. Okay. Die sind natürlich, zack, zack, zack. Ja, hau mal raus. Komm, schnell handeln. Was kriegen wir für die Dinger? Dann haben wir... Ist das der rote Wari? Ja. Zack, zack. Ihr bleibt, ihr bleibt, ihr bleibt. Ah, hier können wir uns das erlauben. Schnell handeln. Timberwolf, Überbelegung. Können wir sie einfach sinnlos verkaufen. Der gute Timberwolf. Ei. Werden noch so viele sterben. Brauche ich gar nicht anfangen auszusortieren. Wir haben eh gleich. Okay, lassen wir das weg. Rentier. Rentier. Gute Rentier. Handelszentrum. Gut, in Handelszentrum bewegen. Und Kasur. Der gute Helm. Das ist üppig. Gut. Und der Goliath-Frosch, der macht auch nichts anderes mehr, ne? Ah, beim nächsten Zoo werde ich einiges ändern. Der Goliath-Frosch. Du und du bleibst, der Rest wird verkauft. Hier. Löwe. Was hat denn der Löwe für ein Geschlechterverhältnis? Haben wir den hier drin? Ja, ein Männchen, ganz viele Weibchen. Okay. Sollten wir hinkriegen. Können wir auch teuer verkaufen, wenn die so üppig hier drin sind. Okay, ein Männchen. Du bist schon mal raus. auch raus. Das verscheuern wir einfach. Tschüss. Lux, schon wieder Überbelegung. Will jetzt ein bisschen am Laufen halten hier. Der gute Löwe. Ach, der gute Lux, meine ich doch. Komm schon. Der Lux. Umsiedeln.
Rentier. Guck das Rentier noch mal schnell an. Rentier. Und ein Männchen, ganz viele Weibchen. Dann holen wir euch alle raus. Gut. Ihr beide seid raus. Du bist raus. Du. Du. Und das wird verscheuert. Jetzt sollte das eigentlich passen. Ah, das sollte sich eigentlich gleich geben. Gut. Können wir jetzt hier weitermachen? Wäre ich euch sehr verbunden. Mal schön Bänke noch sowas hinstellen. Das ist eigentlich so der Plan, warum ich das so baue. Eine kleine Schildecke da machen. Gut. So. Sind vielleicht noch Leguane am Start? Irgendwie was in der Richtung. Und können wir auch noch ein Stück hochtreiben. Das ist noch ein bisschen mehr. Die Vogelspinne. Haben wir denn noch grünen Leguan? Ja, ist ja gut. Geht mir nicht auf den Sack hier. Müsst mir nicht anzeigen, wenn irgendwelche verstorben sind. Nur der grüne Leguan. Grüne Leguan. Grüner. Nein. Dann holen wir hier trotzdem rein. Ihr werdet ja relativ alt. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Zusenden. Ja, ist ja gut. Nö. Dreißig sollte reichen. Das ist gut. Der G-Leguan. Das hier ausschreiben. So. Fügen wir euch nochmal schnell mit hinzu. Was da, da, da. Sehr schön. Hier noch so ein einzelnes Häuschen hinbauen. Ja, wissen wir. Na? Verlaufen sich hier mal so langsam. Irgendwelche Leutchenchen? Das wäre echt mal der Knaller.
Sehr schön. Na, ja, schon wieder was kaputt gegangen war. Zack. So, dann gucken wir uns mal schnell die Mitarbeiter nochmal einmal rüber. Bei denen alles so gechillt ist, vor allem hier bei den Pflegern. Nö, Arbeitslast ist gut. Na komm, wir bilden mal sie noch einmal alle aus. Dann sollte das eigentlich auch alles kein Problem sein. So, was sagt das Tier? Der Kammmulch. Ja, heute halt ein bisschen mehr Tabellenkalkulation. Der Donaukammmulch. Ja. Du und... Immer noch ein junges Weibchen bei? Sehr schön. Der grüne Insel-Leguan, was hat er denn für Sorgen? So, jetzt gucken wir noch mal schnell einmal rüber, wo auch alles für die anderen eingestellt haben. Du hast alles. Du hast auch alles. Du hast nichts. Du hast nämlich schon Stufe 1. Stämme. Die Anaconda hat, müsste alles haben. Sehr gut. Nein, mir war so. Nee, du hast nicht viel. Ich habe, glaube ich, überall geguckt. Du warst, glaube ich, fertig. Genau. Sehr schön. Sehr gut. Dann machen wir hier noch ein kleines Vivarium hin. Einfach, genau, einfach so. Passt das von... Ja, das passt sehr gut. Das ist schön, das gefällt mir. Denn wir haben noch... Dann gucken wir noch mal einmal rein, ob wir auch wirklich alles haben. Brasilianische Wanderspinne. Hervorragend. Ja, die müssen wir gleich noch mal in das System mit aufnehmen. Hervorragend. Dann kommen jetzt noch Läden rein und dann können wir hier noch schon ein bisschen schmücken. Perfekt. So. Dann hätten wir das nämlich auch schon schön komplett. Alles schön in der Nähe. Haben wir jetzt auch alle Tiere. Gut, gucken wir gleich nochmal über alle Tiere rüber. Ach Gott, Schlange. Hervorragend. Wo waren die Herr Abgottschlange? Du bist zu zweit. Gelber Anaconda. Siehst du, könnten wir hier nochmal. Na? Die Beschilderung machen.
Abgottschlange. Hier vorne kommst du rein. Das ist sehr gut. Komplettieren wir das mal schön. Was haben wir denn? Diesen Bockkäfer. Können wir wieder verkaufen. Der Riesenbockkäfer, da ist er. Ah, meint das aber wer ernst. Gut. Wir wollten das einmal nochmal rüber gucken. Haben wir. Ein Tier war, glaube ich, nicht, oder? War zur Zeit. Haben wir. Ne, dann müssten wir ja eigentlich hier alles. Haben mehr oder weniger. So. Jetzt gucken wir uns die Gehege nochmal an. Laufende Kosten. Ja, das kracht schon richtig gerade. 15 Tiere, Schnabeltier, 25 Tiere. Königspinguine. Können wir noch einige verkaufen. Ja, kein Problem. Machen wir das immer eben schnell. Ah, alle, die eine Auszeichnung haben, bleiben drin. Den Rest können wir verkaufen. Gut. Schnell handeln. Was haben wir denn noch? Gehege. Jo, mal eben halbiert. Nabeltiere. Schnabeltier. Du. Du. Und schnell handeln. Ja, also drücken wir noch ein bisschen die laufenden Kosten. Also Katas hatten wir erst ausgedünnt. Hier, Brillenpinguin. Da sind auch etliche drin. Hier können wir nur die goldenen nehmen, das reicht. Das fliegt. Überschwimmen wir mal den Markt mit den Tieren. Zack, zack, zack. Genau, rühr da hinten mal eine Runde. Sind halt alles ein Arsch voll Tiere. Ich glaube auch wieder viel Geld, ne? Schnell handeln. Indischer Riesenskorpion. Das ist das ja relativ einfach. Du und schnell handeln. Du hast schon wieder 600.000. Ja, natürlich sinkt das. Ist ja klar. So, Vivarien. Wo fehlt uns noch ein Tier? Ein grüner Leguan fehlt uns. So. Welches Tier haben wir jetzt hier drin? Wir haben jetzt hier ein Männchen drin. Ein grüner Leguan. Grüner Leguan. Weibchen. Hervorragend. Und zusenden. Sehr schön. Gleich das mal ein bisschen auffüllen. Ja, das kommt auch gleich. Die mache ich alle offscreen. Lautzone King. Das machen wir auch gleich. Da mal welche im Lager. Wie sich das anhört, ne? Mal welche im Lager. So.
Brauchen wir noch ein Männchen. Ja, die sterben mir neuerdings auch gerne weg. Ich glaube, machen wir so. Und so. Und hier hin. Dann haben wir eigentlich alles wieder bestückt. Ein Öl? Nicht Todesotter. Ist der Blauzungen-King drinne? Bitte, danke. Aber wie komme ich jetzt hier auf Todesotter? Da. Hat sich nur nicht aktualisiert, okay. Einmal Veterinärforschung abgeschlossen. So. Gut, Veterinärforschung abgeschlossen. Sehr schön. Gut, Leute. Dann hätten wir jetzt hier hinten erstmal alles. Jetzt können wir noch die Futterstände einbauen und dann können wir anfangen mit Schmücken. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao.